Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier auf der Leipziger Buchmesse am Stand der Taz, die Tageszeitung, an diesem Donnerstagnachmittag. Herzlich willkommen allen, die hier sitzen, live auf der Messe, und willkommen natürlich auch diejenigen an den Endgeräten, Tablet, Laptop, Telefon oder was immer es sein mag, denn die Sendung hier wird gestreamt. Mein Name ist Klaus Hildenbrand. Ich darf neben mir begrüßen Frau Professorin Andrea Löw, Historikerin, stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Hat eine ganze Reihe von Publikationen zur NS-Judenverfolgung vorgelegt, besonders zu Ghettos, zu jüdischen Ghettos in den deutsch besetzten Gebieten in Osteuropa. Das Thema, was wir heute Nachmittag in einer halben Stunde behandeln, ist jetzt nichts, was besonders viel Spaß macht. Es ist ein trauriges und es ist ein notwendiges Kapitel der deutschen Geschichte, auf das Frau Löw verweist mit ihrem Buch Deportiert, erschienen beim S. Fischer Verlag. Es geht dabei um die Verschleppung der deutschen und österreichischen Jüdinnen und Juden während der Nazizeit in den deutsch besetzten Gebieten Europas. Genauer gesagt, es geht um die erste Zeit dieser Deportationen, vor allem um die Jahre 1941 und 1942. Bis 1941 hat das Naziregime versucht, die jüdische Bevölkerung im eigenen Land zur Auswanderung zu zwingen, mit immer radikaleren Methoden. Ab September 1941 änderte sich diese sogenannte Judenpolitik diametral. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler verbot die Auswanderung. Und schon einen Monat später, im Oktober 1941, begannen die Deportationen der jüdischen Menschen vom Baby bis zum Greis. Wir wissen heute, dass das Ziel der Nazis die Ermordung dieser Menschen war. Der Holocaust in Deutschland hatte begonnen. Die betroffenen Menschen aber wussten das nicht. Das Buch von Andrea Löw, um das es hier geht, beschreibt aber weniger die Geschichte dieser Deportationen. Vor allem geht es dabei um die Selbstzeugnisse derjenigen, die man damals in den Osten verschleppt hat. Das sind Briefe, Tagebücher, Erinnerungen, viele Archivalien auch. Sie stammen sowohl von denjenigen, die überlebt haben, und das waren nur sehr, sehr wenige, als auch von vielen Menschen, die später, nachdem sie Zeugnis abgelegt haben, ermordet worden sind. Frau Löw, wenn die Menschen daheim die Nachricht erhielten, dass sie in wenigen Tagen zur, so hieß das damals, Abwanderung kommen würden, wie reagierten sie? Wussten sie, was sie erwartete? Oder ahnten sie etwas? Oder hofften sie? Es ist sehr schwer, die Frage pauschal zu beantworten. Und es kommt auch sehr darauf an, über welchen Zeitraum wir sprechen. Die offizielle Nachricht war ja, dass sie evakuiert werden nach Osten, wie es damals hieß, um dort in den Arbeitseinsatz zu kommen. Einige bekamen gesagt, sie sollten dort etwas aufbauen, kolonisieren. Und am Anfang haben sicherlich viele gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass sie zur Arbeit nach Osten geschickt werden sollen. Trotzdem, selbst wenn sie nicht gedacht haben, dass sie dort ermordet werden sollen letztlich, war diese Nachricht über die bevorstehende Evakuierung ein absoluter Schock. Also stellen Sie sich die Situation vor, das waren Menschen, die in irgendeiner deutschen Stadt gelebt haben, die eine Wohnung hatten, die ein Leben hatten, die Träume hatten, eine Zukunft hatten und plötzlich von einem auf den anderen Tag, manchmal auch nur innerhalb weniger Stunden, sollten die einen Koffer packen, der nur 50 Kilogramm wiegen durfte, mussten entscheiden, was von all ihren Gegenständen sie mitnehmen und sollten sich einfinden an einer Sammelstelle mit unbekanntem Ziel. Später kam bei einigen durchaus eine Ahnung, dass das sicherlich nichts Gutes bedeuten könnte. Es kamen erste Nachrichten, erste Gerüchte teilweise aus diesem Osten. Also wir wissen zum Beispiel, Viktor Klemperer hat schon im Januar 1942 in sein Tagebuch geschrieben, dass er gehört hat, dass deutsche Juden in Riga ermordet wurden. Das heißt, erste Nachrichten
über das Schicksal der Deportierten sickerten durch. Trotzdem hieß das nicht, dass die Menschen wirklich wussten, was mit ihnen passiert. Also viele haben gedacht, sie werden dort arbeiten. Viele sind auch erst mal zum Arbeiten dorthin gekommen. Viele haben ja eine ganze Weile in den Ghettos gelebt, haben versucht, sich dort ein Leben aufzubauen. Insofern, die Erwartungen dieser Menschen waren ganz, ganz unterschiedlich. Es gab auch sehr viele, die sich das Leben genommen haben vor der Deportation, um eben dieser Reise ins ja letztlich Ungewisse zu entgehen. Die Deportationen 41 und bis Ende 42, die gingen nicht nach Auschwitz, sondern eben nicht in ein Vernichtungslager. Wohin hat man die Menschen damals gebracht? Es gab mehrere Orte im besetzten Polen, wo auch schon 1940 aus Stettin ein erster Transport hingeschickt wurde, in den Osten des besetzten Polens. Dann, als die systematischen Deportationen im Herbst 41 begannen, gingen die ersten Transporte ins Ghetto von Lodz oder Litzmannstadt, wie die Nazis die Stadt genannt haben, im besetzten Polen. Und dann gingen vor allem große, zahlreiche Transporte in das sogenannte Reichskommissariat Ostland, und hier vor allem nach Riga und nach Minsk. Dort lebten tatsächlich auch viele der Deportierten zunächst noch in Ghettos. Es kam im November 1941 auch 5 Transporte mit insgesamt 5000 Menschen nach Kaunas. Die wurden sofort nach der Ankunft ermordet. Heißt das, dass die deutschen Jüdinnen und Juden dann eingesperrt worden sind in ein Ghetto zusammen mit den einheimischen Juden, zum Beispiel aus Riga oder aus Minsk, oder wurden sie abgetrennt? Im besetzten Polen kamen die deutschen Jüdinnen und Juden tatsächlich mit der polnisch-jüdischen Bevölkerung in ein gemeinsames Ghetto. In Riga und Minsk sind 2 Besonderheiten. Die erste furchtbare Besonderheit ist, dass in beiden Städten die Ghettos, ja, man kann sagen, leer gemordet wurden, bevor die deutschen Jüdinnen und Juden angekommen sind. Also es sind in Riga nach deutschen Zahlen 28.600 lettische Jüdinnen und Juden erschossen worden, um Platz zu schaffen für die deutschen Deportierten. Und in Minsk wurden über 8.000 Juden ermordet, um Platz zu schaffen, wie es in den nazideutschen Dokumenten dann hieß. Die überlebende lokale jüdische Bevölkerung war dann in abgetrennten Ghettos. Also das ist eine Besonderheit in Riga und Minsk, dass es Sonderghettos, und so hieß das, für die deutschen Juden gab, die mit einem Stacheldrahtzaun umzäunt waren, und die jeweilige, also die lettische oder die weißrussische lokale Bevölkerung hat in einem davon abgetrennten Ghetto gelebt. Der erste Schritt für diese Menschen war ein Sammellager in ihrer Heimatstadt. Hier verloren sie nicht nur ihr letztes Hab und Gut, bis auf ein paar Kilogramm Gepäck, sondern auch ihre Würde. Man hat sie geschlagen, es war oft eiskalt in diesen Räumlichkeiten. Die Menschen mussten auf Stroh nächtigen, ihre Hausschlüssel abgeben. Kurz, ihre gesamte Existenz löste sich mehr oder weniger auf. Das war zum Teil in Großmarkthallen untergebracht, in leerstehenden Gebäuden, in jüdischen Zentren, die man deswegen umbauen musste. Also die Nazis zwangen die jüdischen Gemeinden, zum Beispiel eine Synagoge so umzubauen, dass es als Sammellager galt. Wie reagierten die Menschen, wenn sie in diese Sammellager kamen? Wie lange mussten sie dort bleiben? Wie war die Situation dort? Haben sie dann realisiert, es kommt etwas Furchtbares auf mich zu, oder hoffte man immer noch, dass es vielleicht gut ausgehen könnte? Also diese Sammellager waren tatsächlich ein erster großer Radikalisierungsschritt in der Wahrnehmung der Menschen. Sie haben es gerade schon gesagt, das war zum Teil in Messehallen, es war aber auch manchmal in Düsseldorf zum Beispiel im Schlachthof. Und der Schlachthof war an den anderen Tagen der Woche noch in Betrieb. Und die Menschen sind dorthin gekommen. Es hat furchtbar gestunken. Es hat nach Kot gestunken, nach Blut gestunken. Und in diesem Dreck mussten dann 1.000 Menschen mindestens eine Nacht, manchmal mehrere Nächte übernachten. Und das waren Menschen, die in der Nacht vorher noch in ihrem eigenen Bett geschlafen haben. Und plötzlich in einem solchen Sammellager. Sie wurden dort empfangen von Gestapo-Beamten, von Polizisten. Wurden viele nennen das in ihren Dokumenten, Leibesvisitation unterzogen.
wobei sie nochmal ausgeraubt wurden, wo ihnen Wertgegenstände abgenommen wurden. Frauen wurden dabei oft sexuell gedemütigt. Wir haben ganz, ganz viele Berichte über Lebende, die beschreiben, was für ein unglaublicher Schock das schon war, dass sie in ihrer Heimat, sie waren ja noch in ihren Heimatstädten, so etwas erleben mussten. Und gleichzeitig war es der Moment, in dem die Menschen in einem solchen Sammellager war sozusagen the point of no return. Danach waren sie zwar noch in ihrer Heimatstadt, aber im Grunde so weit weg, wie es nur ging, weil der einzige Ausweg aus diesen Sammellagern war tatsächlich der Deportationszug. Der nächste Schritt war das Besteigen eines Zuges, der tagelang unterwegs war und Nächte, bevor das Ziel erreicht wurde. Die Selbstzeugnisse aus diesen Zügen legen oft nahe, dass selbst da viele Menschen noch in eine halbwegs gute Zukunft glaubten. Frau Löw, können Sie uns vielleicht einige Beispiele geben von dem, was Sie an Selbstzeugnissen aus dieser Periode gefunden haben, von Menschen, die in den Sammellagern gefangen waren, in der Heimat und die in diese Züge steigen mussten? Sie meinen lesen? Gerne. Also insgesamt zu den Zeugnissen, also diese Schritte, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Sammellager, die Fahrt im Zug, die nehmen wirklich ganz, ganz breiten Raum in den Beschreibungen ein, weil der Schock über das, was ihnen dort passiert, so groß war. Ich lese jetzt aus meinem Buch, und da sind viele Zitate aus diesen Zeugnissen drin, einen kleinen Teil aus diesem Kapitel im Sammellager vor. In einem Sammellager auf die Abfahrt zu warten, bedeutete unter schlimmen Bedingungen erstmals vollkommen von allem abgeschnitten und noch stärker isoliert zu sein als in den Judenhäusern. Zugleich mussten die Wartenden den Verlust jeglicher Privatsphäre hinnehmen. Wer hier hineinkam, durfte in den meisten Fällen erst zum Abtransport wieder hinaus, war also noch nicht weit weg von der Heimat und doch bereits vollständig von ihr getrennt. Alfred Dube gehörte zu denjenigen, die bereits am 10. Oktober 1941 in der Prager Messehalle versammelt worden waren, aber erst 6 Tage später in das Ghetto Litzmannstadt deportiert wurde. Nach dem Krieg beschreibt er, wie er sich im Sammellager fühlte. Hinter diesen Türen war unsere Stadt, die Stadt, in der ich aufgewachsen war, die Stadt, in der ich den Großteil meines Lebens verbracht hatte, wo um die Ecke meine Freunde lebten, aber nun eine Stadt, die für mich verboten war. Sehr wahrscheinlich würde ich sie eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. Ich kannte jede Ecke und jede Straße, in denen sich meine liebsten Restaurants und Clubs befanden. Ich würde sie alle vermissen. Ich hatte Angst. Nicht nur die Ungewissheit machte den Betroffenen Angst. Oftmals waren sie schon an den Sammelpunkten mit Willkür, Brutalität und Demütigung konfrontiert. Hier durchliefen sie mehrere Stationen. Polizisten registrierten sie, nahmen ihnen ihre Papiere ab, untersuchten sie, häufig in demütigender Art und Weise, und beraubten sie, nachdem dies bereits bei der Abholung aus ihren Wohnungen geschehen war, erneut. Außerdem waren die Sammelunterkünfte, in denen die Menschen nun mindestens eine Nacht bleiben mussten, in vielen Fällen unheimliche und unwirtliche Orte, die noch dazu vollkommen überfüllt waren. Die Unterbringung war entwürdigend. Die deutschen Behörden richteten diese improvisierten Sammelpunkte in Schulgebäuden, Synagogen, Großmarkt- oder Messehallen oder auch auf Schlachthöfen ein. Sanitäre Einrichtungen und erträgliche Nachtlager waren in den provisorischen Unterkünften Mangelware. Überlebende reflektierten rückblickend, diese qualvollen Bedingungen seien bereits ein Vorgeschmack auf das gewesen, was sie erwartete. Berthold Rudner schreibt nach der Ankunft im Ghetto Minsk über die 2 Tage, die er zuvor in der Synagoge Lewetzko-Straße in Berlin verbracht hatte, diese seien lang genug gewesen, um aus einem Kulturmenschen einen Primitiven zu machen. Und Otto Calvo notierte im August 1945, die Menschen seien nach wenigen Tagen in der Wiener Sammelstelle Wracks gewesen. Günter Katzenstein, von dort nach Minsk verschleppt, fasst die Situation zusammen. Ich sehe nur die Menschen, stehen dort am Schlachthof, gestikulieren und schreien und weinen und so weiter und so weiter. Das war ein fürchterlicher Anblick, das am Schlachthof. Viele erlebten hier erstmals Gewalt und erniedrigende Beschimpfungen, machten erste Erfahrungen mit den Gummiknüppeln der Wachen. Hilde Schermann erinnert sich, dass sie diese Momente im Sammellager als einen tiefen Einschnitt empfand, vor allem als ein Gestapo-Mann sie anbrüllte und in den Raum stieß. Ich war wie benommen.
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Fremder mich stieß und duzte. Der Anfang war gemacht. In Düsseldorf. In Deutschland. Wie sollte das weitergehen? Und in einem fremden Land? Soweit vielleicht. Vielen Dank. Frau Löw, wo haben Sie denn diese Selbstzeugnisse gefunden? Die sind tatsächlich verstreut in vielen Ländern. Ich hatte aus einem früheren Forschungsprojekt schon sehr viele Quellen aus polnischen Archiven, vor allem aus dem Jüdischen Historischen Institut in Warschau und aus Archiven in Lodz. Und ich war für dieses Projekt 9 Monate in Washington am United States Holocaust Memorial Museum, wo wirklich wahnsinnig viele solcher Selbstzeugnisse versammelt sind, die vor allem von überlebenden Kindern dieser Verfolgten, an die zum Beispiel die Abschiedsbriefe, also viele haben Abschiedsbriefe an bereits emigrierte Kinder geschrieben vor ihrer Deportation. Und die Kinder in den USA haben dann später diese Quellen ans Archiv gegeben. Also ich habe sehr, sehr viele Quellen dort in Washington gefunden, in deutschen Archiven teilweise. Ich war teilweise auch in Kontakt mit Nachkommen von Überlebenden. Zum Beispiel das Zitat, das auf dem Cover ist, immer mit einem Fuß im Grab, stammt von Thea Nathan, die überlebt hat, gemeinsam mit ihren beiden Töchtern. Und Thea Nathans Enkelsohn, George Nathan, lebt in Atlanta. Und bei dem war ich 3 Tage und es war wirklich rührend. Der ist mit mir, weil auch diesen Nachkommen ist es so wichtig, dass die Geschichte erzählt wird. Der hat mit mir also tagelang in seinem Keller verbracht und wir sind den Nachlass seiner Verwandten durchgegangen und ich durfte alle Briefe kopieren und Fotos mitnehmen. Also wirklich auf unterschiedlichsten Wegen. Das heißt, das ist eine Arbeit, die sich für Sie auch über Jahre und Jahrzehnte, kann man fast sagen, hingezogen hat, bis Sie das fertig bekommen haben, was jetzt vor uns liegt. Also die akute Arbeit jetzt an diesem Buch hat ungefähr 3, 3,5 Jahre gedauert, aber wenn man so will, die Vorarbeiten haben angefangen, als ich vor 20 Jahren ein Buch über das Ghetto in Litzmannstadt oder Lodz geschrieben habe. Und da ist schon ein Kapitel drin über die, in Lodz wurden die dann Westjuden genannt. Und seitdem treibt mich die Frage um, was hat das eigentlich bedeutet für diese deutschen, österreichischen, auch böhmischen Juden, die plötzlich aus ihrem Leben so rausgerissen wurden und in eine wirklich vollkommen fremde, in eine derart schockierende Welt des Terrors verschleppt wurden und dort eben noch eine Weile leben mussten. Also insofern, die Vorgeschichte des Buches geht sehr weit zurück und die akute Arbeit jetzt an diesem Buch waren ungefähr 3 Jahre. Wenn wir zurück zur Geschichte kommen, was geschah mit den Deportierten, nachdem sie in diesen Lagern angekommen sind, also beispielsweise in Riga oder in Minsk? Wir haben schon von Ihnen gehört, diejenigen, die nach Kaunas deportiert worden sind, die hat man sofort umgebracht in einem ehemaligen Fort. Aber in diesen Ghettos, da sollten die arbeiten, nehme ich an. Genau, also diejenigen, die noch zumindest eine Zeit lang in einem dieser Ghettos leben durften, waren zu Arbeitskräften geworden. Zunächst muss man sagen, die Ankunft in diesen Ghettos war wirklich ein wahnsinniger Schock, denn gerade in Riga und Minsk sind die Deportierten dann ja in die Wohnung derer eingezogen, die gerade eben ermordet worden waren. Und die Deportierten sind also wirklich mit den Spuren dieser Massaker konfrontiert worden. Die sind nach mehrtägiger Zugfahrt aus dem Zug gestiegen, waren völlig verängstigt, wussten nicht, wo sie sind. Und sind dann in Wohnungen gekommen, die absolut chaotisch waren. Die Möbel waren umgeschmissen, die Wohnungen waren ausgeraubt, es gab Blutspuren. In ganz vielen Berichten lesen wir, dass teilweise gefrorenes Essen auf dem Tisch stand, weil die vorherigen Bewohner mitten aus ihrem Leben herausgerissen wurden und in den Wald geführt wurden und dort erschossen wurden. Und die Neuankömmlinge fanden jetzt in den nächsten Tagen, also in den ersten Tagen nach der Ankunft, das heraus und erfuhren, was mit ihnen, mit den lokalen Juden dort passiert ist. Und in dieser wirklich furchtbaren, gewalttätigen Welt mussten diese Jüdinnen und Juden nun ihr Leben neu organisieren. Sie mussten arbeiten, also in Riga und Minsk gab es Arbeitskolonnen, die jeden Morgen das Ghetto verließen. In Riga gab es ungefähr 200 Arbeitsstellen, wo die Deutschen eingesetzt wurden als Arbeitskräfte. Arbeit war lebensrettend, erstens, weil in der zynischen Sichtweise der Nationalsozialisten nur Arbeitskräfte überhaupt eine Lebensberechtigung hatten. Und
Arbeit war aber auch deshalb lebensrettend, weil von den niedrigen Rationen, die den Menschen nur zugestanden wurden, ein Überleben gar nicht nötig war. Und deshalb haben die Jüdinnen und Juden, wenn sie morgens aus dem Ghetto gegangen sind, erstens aus ihrer eigenen spärlichen Habe und dann aber auch aus den Wohnungen der Ermordeten Gegenstände mitgenommen, um die dann außerhalb des Ghettos, wenn sie in Riga oder Minsk in der Stadt waren, einzutauschen gegen Lebensmittel. Das war allerdings lebensgefährlich, denn dieser Schmuggel, der so lebensnotwendig war, wurde, wenn die Menschen dabei entdeckt wurden, mit dem Tode bestraft. Also aus beiden Ghettos ist immer wieder überliefert, dass abends Menschen aufgehängt wurden, weil die Wachen Lebensmittel bei ihnen gefunden haben. Konnten denn die, man kann sagen, diese eingesperrten, in den Ghettos eingesperrten Jüdinnen und Juden überhaupt noch nach Deutschland oder ins Ausland schreiben oder anders kommunizieren? Und gab es vielleicht Lebensmittelpakete aus der Heimat für sie, die sie ein bisschen noch aufpäppeln konnten? Das gab es bei den frühen Deportationen. Also es gab schon im Anfang 1941 Deportationen ins besetzte Polen, vor allem aus Wien. Und bei diesen frühen Deportationen war das noch erlaubt. Und da spielten solche Lebensmittelpakete tatsächlich eine riesengroße Rolle. Da war ein wahnsinniger Schriftverkehr und Paketverkehr zwischen dem besetzten Polen und dem übrigen Europa. Die Deportierten, die als der Massenmord schon begonnen hat, ins besetzte Osteuropa deportiert wurden nach Riga und Minsk, die durften nicht mehr schreiben. Es war wirklich unter Lebensgefahr verboten zu schreiben. Das bedeutet nicht, dass es das nicht gab. Immer wieder sind Fälle überliefert, in denen Deportierte Briefe geschmuggelt haben, in denen Deportierte zum Beispiel auch Wehrmachtssoldaten Briefe mitgegeben haben, die dann mit in die Heimat genommen haben. Aber es ist auch immer wieder überliefert, dass Menschen dafür tatsächlich erschossen wurden. Also für diese spätere Phase gibt es keine Lebensmittelpakete mehr, weil dieser Schriftverkehr verboten war. Dann würde ich Frau Löw jetzt noch mal bitten, noch mal kurz aus Ihrem Buch einige Absätze vorzutragen zu dem, was die betroffenen Jüdinnen und Juden in den Ghettos damals geschrieben haben. Ja, mir ist es nicht leicht gefallen, da jetzt etwas auszusuchen, weil es so viele Aspekte gäbe. Aber ich würde jetzt eine kurze Stelle darüber vorlesen, wie die Lebensbedingungen in Bezug auf Hunger und Krankheiten waren. In Riga erhielten manche Neuangekommenen in ihren ersten 2 Wochen keine Lebensmittelzuteilungen, sodass sie gezwungen waren, Kartoffelschalen und Gemüseabfälle zu suchen, diese so gut es ging zu säubern und dann zu kochen. Auch fanden wir hier und dort unter den Trümmern noch Reste von Mehl oder Grütze. Wir vermischten Kartoffelschalen mit etwas Mehl und buken ohne Fett daraus einen Kartoffelpuffer. Die erste offizielle Verpflegung, die sie erhielten, war, so Jeanette Wolf, verschimmeltes Brot, 220 Gramm auf den Kopf und Tag. Später kamen Fisch- und Bücklingsabfälle aus den Räuchereien hinzu. Rhabarber und rote Rübenblätter, Spinat- und Kohlabfälle, Sauerkraut, aber fast nur stinkend und verdorben. Das war dann unsere Nahrung. Und Erna Falk aus Goch ergänzt, der Hunger war schon groß und trieb's herein. Die ersten 8 Tage gab es keine Lebensmittelzuteilung und das, was wir essen mussten, füttert man hier nicht den Schweinen. In Minsk gab es bis April 1942 für alle Bewohner des deutschen Ghettos nur 2 Küchen. Für 7.300 Personen standen zum Kochen der Suppe nur 2 Waschkessel zur Verfügung. Die Menschen bekamen mittags 300 Gramm Wasser mit 5 Gramm Buchweizen und 150 Gramm Brot. Karl Löwenstein beklagt, dass sie keinerlei Fett erhielten. Dora Hansen notiert am 4. Februar 1942 in Riga in ihr Tagebuch: Ausgang bei Wintersonne, stahlblauem Himmel, wäre schön, wenn nicht die Hölle wäre. Und was diese Hölle auch bedeutete, kann man noch im selben Eintrag nachlesen. Viele erfrieren und verhungern. Krankheiten und die schlechte Versorgung ließen die Sterberate unter den Deportierten in die Höhe schnellen. Sie war zum Beispiel in Litzmannstadt doppelt so hoch wie die der polnischen Ghettobevölkerung. Zwischen Oktober 1941 und Mai 1942 starben knapp 3.200 der deportierten Jüdinnen und Juden. Das sind etwa 16%. Die polnische Jüdin Riwa Chirurg schreibt darüber in ihren Erinnerungen: Sie fielen wie Fliegen. Sie fielen einfach. Manch einer der bald ausgemergelten und verzweifelten Menschen wählte angesichts der Bedingungen, unter denen zu leben droht. Fast täglich kamen Suizide vor. Ein dramatisches Zeugnis über den Tod einer Wiener Jüdin gibt ein Brief vom 30. November 1941 ab.
in dem eine der Deportierten, selbst noch krank und ganz geschwächt, einer Bekannten vom Zustand ihrer Mutter berichtet. Der Zweck meines heutigen Schreibens an Sie ist leider ein sehr trauriger. Meine liebe Mutter ist leider schwer krank und ich weiß nicht, ob sie die heutige Nacht noch überleben wird. Bis jetzt hat sie sich so brav gehalten. Nur wurde ich leider schwer krank und da hat sie sich doch zu viel aufgerieben. Ich bin heute noch zu Bett, fühle mich schrecklich schwach und soll noch dabei auf die Mutter schauen. Dabei haben wir beide nur ein Bett und stören einer den anderen. Die Verfasserin berichtet weiter vom furchtbaren Zustand ihrer Mutter, die niemanden mehr erkenne und auch nichts mehr esse oder trinke. Am Ende des Briefes ist dann knapp hinzugefügt: Meine arme Mutter ist bereits gestorben. Karl Löwenstein dokumentiert nach dem Krieg die hohe Sterblichkeit unter den deutschsprachigen Juden in Minsk, wobei er, wie manche andere auch, das Ghetto als Lager bezeichnet. Kein Wunder, dass in wenigen Wochen 700 Menschen an Entkräftung und der Lagerkrankheit, so nannten wir den Durchfall, starben. Der ungeheure Wärmeverlust durch den Mangel an Fett und die strenge Kälte des Winters 1941-42 trugen dazu bei, die Menschen ihrer Widerstandskraft zu berauben. Hinzu kamen die seelischen Leiden. Und ein anderer Überlebender bezeugt, dass teilweise etwa 15 Personen täglich an den Folgen des Hungers starben. Und als sich der zweite Ghetto-Winter näherte, waren noch mehr Todesopfer zu beklagen. Unabhängig davon, in welchem Ghetto sie gelandet waren, galt für sie, was Thea Nathan festhält: Wir standen immer mit einem Fuß im Grab. Bertolt Ruthner war in Minsk einige Wochen mit Martha Krohn zusammen, die er auf der Zugfahrt kennengelernt hatte. Sie starb bereits am 13. Januar 1942 an Typhus. Und nicht nur sie. Ruthner notiert am 13. Januar 1942 in sein Tagebuch: Der Tod geht um, im Lager. Die Alten und Kranken gehen ein. Es gibt auch nur noch Massengräber. Alle paar Tage werden an die 20 Toten begraben. Es ist ein schauerlicher Zustand. Der Tod wurde zu etwas, an das die Menschen sich notgedrungen gewöhnten. Esra Jurmann wohnte in der ersten Zeit mit einem älteren Ehepaar zusammen. Beide hatten schwere Frostverletzungen an den Füßen. Der Junge erinnert sich, dass es nach verfaultem Fleisch roch. Und dann schreibt er: Aber nicht lange. Die Alten starben alle im ersten Monat. Jeden Tag wurden Leichen hinausgetragen. Die Körper mit einer Decke über dem Gesicht wurden so alltäglich, wie es einst der Briefträger war. Ja, meine Damen und Herren, diejenigen wenigen, die diese Jahre in den Ghettos überlebten, wurden dann doch noch deportiert, und zwar beim Herannahen der Roten Armee in Osteuropa ab 1943 bis Januar 1945 etwa, wurden viele von ihnen ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet. Andere kamen nach Stutthof oder in andere deutsche Konzentrationslager. Wie wichtig sind diese Selbstzeugnisse für die Geschichtsschreibung, die Sie da jetzt zusammengestellt haben? Sie geben ein Bild von dem ab, wie die Menschen leiden mussten. Ist es richtig? Das ist richtig, aber diese Zeugnisse geben auch, und das ist mir wichtig zu betonen, und da hatten wir jetzt keine Zeit zu, dass ich da länger drauf eingehe, sie geben auch ein Zeugnis darüber ab, wie die Menschen versucht haben, ihr Leben zu organisieren, wie die Menschen letztlich versucht haben zu überleben, wie die Menschen versucht haben, sich eine Gegenwelt aufzubauen zu all dem Schrecklichen, was dort passierte. Also es gab Kultur in den Ghettos, es gab Unterricht für die Kinder. Die Menschen haben ganz aktiv versucht, psychisch zu widerstehen und sich nicht degradieren zu lassen. Davon geben diese Selbstzeugnisse eben auch Zeugnis ab. Meine Damen und Herren, Deportiert von Andrea Löw ist ein ganz wichtiges Buch zur deutschen Geschichte, weil dort die Opfer zu Wort kommen. Es berichten die Verschleppten selbst von ihrem furchtbaren Schicksal, klug zusammengeführt vom Text von Andrea Löw. Ich möchte Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen, auch wenn ich weiß, dass es nicht unbedingt eine sehr angenehme Lektüre ist. Aber sie ist eminent wichtig, gerade in Zeiten, in denen Rechtsradikale in Deutschland wieder Morgenluft wittern. Das Buch können Sie heute nicht bei uns kaufen, weil es erst nächste Woche erscheint. Sie müssen also tatsächlich einen weiteren Gang bis zum nächsten Buchladen machen und dort sagen: Ich hätte gern ein Buch von Andrea Löw, Deportiert. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich. Ich bedanke mich auch bei Frau Professorin Andrea Löw, die dieses Buch recherchiert hat. Ich bedanke mich bei denjenigen am Bildschirm und bei Ihnen hier in Leipzig und möchte noch daran erinnern: Möglich wird all das, was wir hier veranstalten, auch
durch taz-zahlig. Taz-zahlig finden Sie auf taz.de. Es sorgt dafür, dass unsere kleine Zeitung und unser Internetangebot auch irgendwie finanziert wird, denn nur von der Luft leben können wir dann doch nicht. So, hier geht es gleich weiter mit Christian Stöcker und seinem Buch Männer, die die Welt verbrennen. Moderiert wird die Veranstaltung von meiner geschätzten Kollegin Barbara Junge, Chefredakteurin bei der taz. Am besten, Sie bleiben hier gleich sitzen. Dankeschön. Danke für Ihr Interesse.